Die große Kuhlake im Falkenhagener Forst. Das Gebiet war mal eine Exklave, eine Westberliner Exklave in der DDR bis 1971. Dann ist es im Rahmen eines Gebietsaustauschs an die DDR zurückgegeben worden. Hier also links DDR, Falkenhagener Forst und rechts diese Feuchtwiese. Ich schwenke jetzt mal rum. Das war alles diese Westberliner Exklave. Ich habe schon mal geschaut, ob irgendwelche Grenzsteine stehen, aber ich habe auch nicht erwartet, dass hier sowas ist. Aber wir gucken noch mal ein bisschen genauer. So, ja, links ist wieder Westberliner Exklave und rechts der Wald ist dann wieder DDR-Gebiet gewesen, Falkenhagener Forst. Ja, die große Kuhlake, die Westberliner oder ehemalige Westberliner Exklave, ist gar nicht so besonders breit. Da hinten, wo der Mann geht, da ist das Westende und hier ist das Ostende der Exklave. Grenzsteine haben wir noch nicht gesehen, bloß ein paar alte Holzpfähle. Der Weg hier war dann schon wieder DDR-Gebiet und rechts Westberlin. Und hier auch rechts DDR und links die Westberliner Exklave. Und da gehen wir jetzt mal lang in Richtung Teufelsbruchwiesen oder so ähnlich im Eiskeller Spandau und gucken mal, ob hier eventuell noch irgendwelche Grenzmarkierungen stehen. So, wir sind jetzt am Nordende der Exklave. Rechts DDR und direkt vor uns hier in dem Gebiet war die Westberliner Exklave Große Kuhlake und da hinten am Wald, da war dann schon wieder DDR-Gebiet, also relativ schmal, 150 Meter breit vielleicht und in der Länge vielleicht 500 Meter. Also hier das nördliche Ende und das zieht sich dann hier, wenn ich nach links schwenke, Richtung Süden hin. So, hier auf dem entlang des Weges ging damals die Staatsgrenze zwischen der DDR und Westberlin bis 1971. Rechts die Westberliner Exklave und links der Weg war schon wieder DDR. Angeblich hat es hier in den 60ern mal eine versuchte Flucht gegeben. Da ist jemand aus Falkenhagen hier in die Exklave reingelaufen und die Grenztruppen haben die Exklave abgeriegelt. Habe ich irgendwo im Internet gelesen. Das war aber leider schon alles an Informationen mehr, konnte ich dann nicht mehr in Erfahrung bringen. Ich habe versucht, jemandjenigen anzuschreiben, aber die E-Mail-Adresse funktionierte nicht mehr. War schon ein altes Posting, fast 10 Jahre alt. Ja, und der olle Generalleutnant Baumgarten, Chef der Grenztruppen. Naja, damals haben sie ihn ja noch zum Generaloberst befördert, kurz vor der Wende. Der soll hier eine Jagdhütte gehabt haben. Aber wo die genau stand, konnte ich bei Google Earth auch nicht mehr finden. Ist die Frage, warum brauchen Generäle immer Jagdhütten? Und das war ja auch mitten im vorgelagerten Territorium der DDR. Zumindest ab 71, als die Exklave dann zurückgegeben wurde. Da haben die ja fleißig gejagt, weil das war ja ein mehrere hundert Meter großes vorgelagertes Territorium vom Grenzzaun bis zur Grenzlinie. Und kurz vor der eigentlichen Grenzlinie stand dann wohl nochmal ein 2 Meter hoher Streckmetallzaun, so wurde dann so dieses große vorgelagerte Territorium nochmal gegen Westberlin abgeriegelt, auch wenn es von der DDR nicht genutzt wurde. So, jetzt gehen wir weiter Richtung Eiskeller. Vielleicht kommen wir auf dem Rückweg nochmal an der Exklave hier vorbei. Also Grenzmarkierungen sind nicht zu sehen. Südostecke der großen Kuhlake. Links Exklave, rechts Weg DDR-Gebiet. Mal schauen, ob wir noch einen Grenzstein finden.